Boah, da muss ich jetzt noch mal einen von essen. Ja, hallo, meine Popcornwerfer. Und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo mit einer neuen Popcorn-Sorte. Und zwar gibt es jetzt, ich habe es bei Rewe entdeckt, es heißt Let's Popcorn in der Sorte mit Cookies and Cream. Ja Leute, das Ganze hier ist Popcorn. Einfach nur mit einem Kakao-Keks-Überzug. Also es sieht schon so ein bisschen aus wie Oreo, wie es auf der Verpackung, ja, wie man sich das so verspricht. Ich bin gespannt, wie sie schmecken. Ich bin ja jetzt nicht so der Popcorn-Freund, aber Cookies and Cream und diese Sorte hatte ich jetzt auch noch nicht, so als Popcorn. Und deswegen werden wir das jetzt mal probieren und ich zeige sie euch auch mal in der Großaufnahme. Und hier seht ihr es einmal in der Großaufnahme. Wir haben hier ja Popcorn umhüllt mit so einem Schokoladenkeksüberzug. Also es ist keine Schokolade, es ist schon wirklich ein Keksüberzug. Ihr seht, das ist alles, als hätte man einfach so einen Oreo-Keks da zerbröselt und da dann so drumrum geklebt. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. So, ihr habt es jetzt hier einmal in der Großaufnahme gesehen. Und ja, Leute, man sieht hier schon so ein bisschen das Popcorn unten durchkommen. Sie sind nicht ganz schwarz. Und das Ganze riecht echt schon mal richtig geil. Ich bin gespannt. Oh, geil. Oh, da muss ich jetzt noch mal einen von essen. Oh, richtig gut. Boah. Oh, Leute, mega geil. Also richtig lecker. Also, wie soll ich das beschreiben? Es schmeckt wirklich wie Oreo. Aber den Popcorn-Geschmack generell schmeckst du hier wirklich überhaupt nicht raus. Nein. Also, richtig gut. Man muss Oreo mögen. Es schmeckt noch nicht mal so nach Oreo. Also, auch wenn diese Popcorn-Teile jetzt schwarz sind, schmeckt es nicht wie dieser dunkle, geröstete Oreo-Keks. Sondern ihr kennt ja alle diese Vanillecreme mit dem Oreo-Keks. Und das Ganze schmeckt wirklich, als würde man diesen Oreo-Keks essen, in Kombination mit der Vanillecreme. Das Ganze ist so süß und so sahnig. Also das ist wirklich mal eine Sorte, die es verspricht. Ja, also ich dachte mir schon so geil, Popcorn mit Cookies and Cream. Aber Leute, das schmeckt richtig geil. Das schmeckt quasi wie so ein Popcorn mit Milchcreme. Also ich bin begeistert. Ich hätte es beim ersten Mal auch nicht gedacht, wenn ich das jetzt mit verbundenen Augen gegessen hätte, dass das wirklich auch Popcorn ist. Sondern ich hätte jetzt einfach gedacht, dass das irgendwie einfach nur ein neues Oreo-Produkt ist. Also richtig lecker, schmeckt nach Vanille, es schmeckt richtig nach diesen Cookies and Cream, wie man es will. Ich kann hier nur 10 Punkte geben, richtig geil. Ich habe mir davon jetzt nur eine Packung mitgenommen, weil ich schon wusste, Popcorn ist nicht so meins. Aber Leute, da muss ich mir bei Rewe nochmal eine nachholen.